Heute mischen wir Lead Vocals in Logic Pro X und zwar nur mit den Plugins, die bei Logic schon dabei sind. Hand aufs Herz, gibt es noch einen Helden, der nur mit Logics Onboard-Mitteln mischt oder haben alle so wie ich viel zu viele Plugins von Drittanbietern, von denen sie die Hälfte gar nicht brauchen? Also, wenn du nur mit Logics Onboard-Plugins mischt, dann schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare und wenn nicht, dann zähl mal die Plugins von Drittanbietern. Ich bin gespannt, wann du fertig bist. Spätestens seit dem letzten Update hat Logic wirklich auch zum Abmischen richtig amtliche Plugins dazu bekommen, mit denen du richtig gute, professionelle Musikproduktion machen kannst. Und ich zeig dir das heute mal anhand von Lead Vocals. Ich zeige dir meine Signalkette, die ich verwende, wenn ich nur mit Logics Stock-Plugins mische. Und dazu hören wir erstmal in das Beispiel kurz rein. Ich habe das Beispiel gewählt, weil man die Stimme da sehr gut hört, weil sie auch eine sehr klare, sehr schöne Stimme hat. Ich fange beim Vocal Mixing meistens mit der EQ-Bearbeitung an und deswegen laden wir uns jetzt erstmal hier einfach den ganz normalen Channel EQ rein und suchen uns so die Frequenzen ein bisschen raus, die uns stören und die wir gut finden. Gut, das ist dabei rausgekommen und zwar habe ich hier einfach einen Low-Cut bei 80 Hertz gesetzt. Dann habe ich hier eine bisschen komische Frequenz, wahrscheinlich war das eine Raumfrequenz oder vielleicht war es auch die Bruststimme bei 600 gehört, die mich gestört hat. Klingt so ein bisschen komisch. Und dann ganz normal angehoben bei um ca. 8K, um der Stimme noch ein bisschen mehr Glanz zu verpassen. Das kannst du jetzt natürlich mit diesem Channel EQ machen. Ein heißer Tipp ist aber mal, die neuen Vintage EQs zu verwenden, die Logic seinem letzten Update mit dabei hat. Ich nehme hier mal den Vintage Console EQ. Die meisten oder viele benutzen das einfach viel zu wenig, finde ich. Und die klingen wirklich hervorragend, wenn du mal ein bisschen damit rumspielst. Was du jetzt machen kannst, wenn du dich unsicher fühlst bei so einem EQ, wo du nicht siehst, was hier vor sich geht. Ja, also wenn du hier, wo du keinen Analyzer dabei hast, ist besonders für Anfänger immer so ein bisschen schwierig, dann kannst du einen Trick machen, du kannst einfach mit diesem Vintage Console EQ versuchen, die EQ-Bearbeitungen nachzubauen, die du hier gemacht hast, ja. Das probiere ich einfach mal. Ich habe jetzt hier meinen Low-Cut, den mache ich hier bei 80 Hertz und dann haben wir hier, wo habe ich abgesenkt, bei 600, ja, das ist hier, da senke ich dann gleich ab und hier hebe ich ein bisschen an. Das machen wir auch mal in Echtzeit jetzt. Ist aus. Below the storms are past. They cannot reach us more. There is a light upon the shore. Anhebung, ne? And it flashes from the stand. An. And the night is almost over. And the Was du jetzt hier hören kannst, ist, dass diese Vintage-EQs wesentlich mehr Charakter haben, wenn sie einfärben. Dieser Channel-EQ ist eine relativ neutrale EQ-Bearbeitung einfach und diese Vintage-EQs haben wesentlich mehr Charakter und färben die Stimme wesentlich mehr mit ihrem spezifischen Klang ein. Ja? Wir können jetzt auch nochmal die ganze Sache mit diesem Tube-EQ versuchen. Das ist eine Emulation von einem Pultec-EQ. Hier ist es jetzt ein bisschen schwieriger, die EQ-Bearbeitungen hier nachzubauen, der ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ich versuche es dir in aller Kürze zu erklären, so dieser Pull-Tech-EQ. Der ist im Prinzip zweigeteilt. Hier oben kannst du Höhen anheben und das Low-End anheben oder absenken. Und hier unten ist im Prinzip dein Mid-Band-EQ. Also hier kannst du die Mitten anheben oder absenken. Den mache ich jetzt erstmal aus. Und wir versuchen jetzt erstmal die Tiefen anzuheben und abzusenken und die Höhen anzuheben oder abzusenken, wie wir es möchten. Ja, Low Boost bedeutet, hier kann ich den tieffrequenten Bereich anheben und Low Attenuate, Attenuation steht Englisch für absenken, hier kann ich ihn absenken, den tiefen Bereich. Und genauso ist es hier High Boost, High Attenuation, Höhen anheben, Höhen absenken. Ja? Ich kann jetzt also hier auch wieder mein Low Cut nachbauen und dann versuche ich auch wieder um die 6000 Hertz könnte ich jetzt hier rausziehen, das machen wir nachher bei den Mitten und versuche in den Höhen ein bisschen anzuheben und ein bisschen mehr Luftigkeit der Stimme zu geben. Ja, mache erst aus, dann an und dann machen wir die Bearbeitungen.
storms are past, they cannot reach us more. There's a light upon the shore, and it flashes from the stand. And the night is almost over, and the haven is at hand. There's a light upon the shore, and it flashes. Und du hörst hier auch gerade in den Höhen, hörst du auch so einen samtig seidenen Glanz, der sehr, sehr schön klingt und der unauffälliger ist als jetzt bei diesem Channel EQ. Ja, das klingt ganz spannend. Ich mach's gleich im Mix. Jetzt kümmern wir uns noch um das Mitband. Hier hast du Low Peak und High Peak. Peak steht in diesem Fall für Anheben und Dip steht für Absenken. Das musst du dir merken. Ist ein bisschen komplizierter bei dem Pultec EQ, aber es lohnt sich, sich einzuarbeiten, weil er wirklich hervorragend klingt. Was ich jetzt hier nachahmen möchte, ist, ich möchte die, um die 600, haben wir gesagt, wollen wir absenken. Ups, halt hier, Entschuldigung. Um die 600 haben wir gesagt, wollen wir absenken. Also ich baue jetzt einfach das nach. Ne, und wir wollen keinen Peak, ich will es nicht anheben, sondern ich möchte es gerne absenken. Below the storms are past, they cannot reach us more. There is a light upon the shore, and it flashes from the stand. And the night is almost over, and the haven is at hand. There is a light upon the shore. Er klingt unauffälliger, diese Vintage-EQs klingen unauffälliger als diese neutrale EQ. Sie haben aber mehr Charakter und mehr Klangfärbung. Und mir gefällt jetzt dieser Pultec-EQ hier ganz gut, deswegen lasse ich den jetzt erstmal hier so und wir deaktivieren jetzt unseren Channel-EQ, weil dieser Pultec-EQ hat eine schöne Klangfärbung und die Stimme klingt schön samtig, schön seidig. Das gefällt mir gut und das passt jetzt auch gut zu ihr. Und damit kommen wir zu Schritt Nummer 2. Und das ist die Kompression. Ich arbeite meistens mit zwei Kompressoren. Wenn ich das hier in Logic mache, nehme ich mir hier erst einen, der mir die Pegelspitzen abfängt. Manche machen es andersrum, da kann man sich jetzt ewig drüber streiten. Ich mache es einfach so. Ich suche mir also erst einen raus, der ein bisschen schneller ist, so ein FET-Kompressor. Und dann versuche ich hier einfach den versuche ich nicht so stark einzustellen, dass er mir nur die Pegelspitzen abfängt, wenn sie durch die Decke geht. Und nachher nehmen wir noch einen langsameren. Okay, du siehst, der macht hier kaum was, 1 dB Reduktion, Kompression. Das ist einfach so, wenn sie dieses wenn sie das anfängt zu singen, und da wird sie schon ein bisschen lauter, weil sie singt relativ dynamisch, dass er mir das abfängt. Dahinter schalte ich jetzt noch einen optischen Kompressor, so einen adaptiven Kompressor. Und da gibt es in Logic hier gibt es nur ein Modell, und das ist sozusagen die LA2L-Simulation von Logic selber. Den schalten wir jetzt dahinter noch. Eine Sache ist auf jeden Fall noch erwähnenswert bei Logics Kompressoren, und zwar kannst du auch die Frequenzen filtern, die in den Kompressor reinkommen. Das siehst du, die Funktion schaltest du frei, wenn du hier auf Sidechain gehst, ja, auf diesen Button. Jetzt kannst du hier verschiedene Filter oder Frequenzfilter einstellen. Ich nehme hier zum Beispiel mal einen High Pass. Jetzt kannst du hier auf Listen gehen und jetzt kannst du hier Frequenzen rausfiltern, auf die der Kompressor reagieren soll und auf welche er zum Beispiel nicht reagieren soll. Below the storms are past, they cannot reach us more. Das kann sehr nützlich sein, wenn die Sängerin sehr tief singt oder wenn der Sänger viele Trittschallgeräusche verursacht. Solche Sachen, die du nicht möchtest, auf die oder Frequenzen, von denen du nicht möchtest, dass der Kompressor auf sie hört, das kannst du dann hier einstellen über die Sidechain-Funktion. Okay, machen wir mal beide Kompressoren aus und dann an.
Und damit kommen wir zum nächsten Schritt und das ist der De-Esser. Ja, dann nehme ich jetzt auch den De-Esser von Logic. Das ist der De-Esser 2, der kam im letzten Update mit. Und der ist ganz gut, also wesentlich besser wie der alte. Und sie hat nicht so sehr extreme S-Laute, aber ein bisschen was möchte ich trotzdem gerne machen. Ich fange meistens hier bei dem so bei 6000. Ja, bei 6000 sind meistens die S-Laute. Und da fange ich mal an. Wir können auch solo das mal rausfiltern, um zu suchen, wo es ist. Flashes from the stand. And the night is almost over. Okay, ich nehme meistens, also hier war es schon ganz gut, hast du jetzt gesehen. Ich nehme meistens bei Filter eher dieses breitere Band hier. Und jetzt hast du hier deine Threshold, da bestimmst du, wann er eingreift und hier die maximale Reduktion. Das kannst du entweder hier regeln oder auch direkt selber an diesem Regler hier. Den kannst du auch in die Hand nehmen, wie du lieber möchtest. And the night is almost over and the haven is at hand. There is a light upon the shore and it flashes from the stand. And the night is almost over. Okay, so ist es ganz gut. Und der De-Esser ist jetzt wesentlich besser als der erste. Der war also immer so ein bisschen krampf gewesen. Dann schauen wir noch ein bisschen nach der Räumlichkeit. Ich benutze jetzt hier einfach auch ein, zunächst mal ein kurzes Delay am liebsten. Das Tape-Delay am besten. Und synchronisiere das. Ist synchronisiert und wir gehen hier mal runter auf 16. Triplet vielleicht. Below the storms are past. They cannot reach us more. There is a light upon the shore and it flashes from the stand. Und dann nehmen wir noch ein Reverb mit dazu. Da empfehle ich jetzt eigentlich den Space Designer, weil er so natürliche Hals- oder Hallräume emuliert. Ich spiele aber in letzter Zeit sehr gerne mit dem Chroma-Verb rum und deswegen möchte ich das jetzt einfach mal probieren hier auf den Gesang. Und da gibt's auch Spaces. Und wir nehmen einfach mal Clean Space, war, glaube ich, ganz gut auf Gesang. Das ist auch nochmal dazu. Below the storms are past. They cannot reach us more. Ist auch ein schöner Raumklang. Und der gefällt mir richtig gut. Also spiel mal mit dem Chroma-Verb rum. Das ist nicht schlecht. Und besonders auch mit viel Anteil von kleinen Räumen kannst du da echt was erreichen. Jetzt oder echt gute Ergebnisse erzielen. Probieren wir mal es hier hinten, wo es ein bisschen lauter wird. Und ich kopiere jetzt einfach, weil ich faul bin, die Einstellungen jetzt hier auf meine Backing Vocals rüber. Was hältst du davon? Vocals abmischen nur mit Logics internen Plugins? Ist es eher gut? Hatte ich eher nicht überzeugt und du verwendest lieber doch Plugins von Drittanbietern? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Wenn du noch mehr Tipps zum Lead Vocal Mixing haben möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir den dynamischen Delay-Trick, der dir dabei hilft, mit Reverb bei den Lead Vocals wesentlich besser umzugehen. Wir sehen uns bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.